Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing, was ich jetzt nochmal machen muss, weil beim ersten Mal irgendwie nicht aufgenommen hat oder so. Hardware-Video habe ich dazu, aber Unboxing ist weg. Keine Ahnung. Machen wir es halt nochmal. Vielleicht mache ich das Hardware-Video auch nochmal. So, und zwar geht es um diesen schicken Controller von Big Big One. Und zwar, oh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Elitist. Elitist S. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also die Verpackung sieht schon sehr schön aus. Sehr ansprechend. Oh, ich schwitze hier weg, Leute. Ja, hier 30 Grad in der Bude. Und ja, hinten haben wir dann noch mal komplett drauf. So. Ist halt immer schwer zu sehen, was ihr seht auf dem kleinen Bildschirm. So. Aber nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt mal an, den auszupacken, damit ihr seht, was da drin ist. Ich werde auch wieder in Zukunft aufpassen, dass ich wieder mehr Unboxings mache, auch wenn es halt nur 2-3 Minuten ist. Habt ihr euch ja gewünscht. So, wir haben einmal eine Anleitung drin. Leider nicht in Deutsch. Die Rentry Card und dann halt nochmal, glaube ich, wer abgenommen hat oder so. So. Dann haben wir einen Micro-USB-Kabel, falls man mit Kabel am PC anschließen möchte. Wir haben auch einen Bluetooth-Adapter. Und natürlich den Controller selber. Ne, hier war nicht drauf, im Heft war drauf. So. Im Heft ist nämlich hier kurz erklärt, das ist Chinesisch, das ist Englisch. Ich glaube, es stand hier irgendwo. Wozu man den Bluetooth-Adapter braucht. Das ist kompatibel mit iOS, Android, Windows. Ich denke mal, das ist für Windows, wenn ihr kein Bluetooth am Windows habt oder so. So, und jetzt zeige ich euch erstmal alles, was hier komplett drin ist. Entry Card. So, ich zoome euch mal ein Stück ran. Ich kann hier jetzt so machen. Ha. So. Also wie gesagt, ihr bekommt den Controller, den werde ich euch gleich nochmal zeigen. Ihr bekommt ein USB-Kabel, der recht lang ist. Ihr bekommt einen Bluetooth-Adapter. Die Anleitung in Englisch und Chinesisch. Dann irgendeine kleine Karte und die Rentry-Karte. Und der Controller an sich, der ist so. Warte mal, ich mache mal den ISO-Wert kurz ein Stück höher. So, dass man vielleicht ein bisschen besser sieht. Der ist komplett gummiert. Also ich meine jetzt nicht nur hinten wegen dem Grip, nein, der ist auch vorne komplett gummiert. Und hat wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl in der Hand. Und zusätzlich haben wir hier hinten zwei Tasten noch. Die funktionieren nicht auf der Switch. Also auf der Switch werden mir diese beiden Tasten hier nicht angezeigt. Man kann das auch rausmachen, indem man hier unten das so abmacht. Und dann stehen da halt die Akkuwerte und so drauf. Zack. Also der hat wirklich ein sehr, sehr angenehmes Tragegefühl. Tragegefühl. Also Haptik. Ist aber etwas leicht. Ja, also da das
Einzige, was mich jetzt so ein bisschen stört, oder stört nicht, stört ist zu viel gesagt, was ich noch verbessern würde, etwas schwerer machen. Der ist sehr, sehr leicht. Der hat auch wohl Vibration. Ich habe es noch nicht gut testen können. Ja, und dann haben wir praktisch hier vorne, haben wir ganz normal die Tasten, wie ihr von der Switch kennt. Oder von jedem anderen auch, 4 Stück. Dann hier ein Analogstick, hier und dann hier das Steuerkreuz, was sich sehr gut in der Hand hält. Und dann haben wir hier 2 Knöpfe und hier 2 Knöpfe. Das ist das Haussymbol. Das war, der Vierecke war, glaube ich, für Fotos. Aber auf dem PC ist es ja sowieso nochmal anders. Und dann haben wir unten noch eine Taste. Und hier unten haben wir eine Anzeige. Und wenn ihr das dann mit der Switch verbinden wollt, dann müsst ihr hier oben die Taste, hier haben wir auch nochmal eine Taste, die müsst ihr da 3 Sekunden drücken. Ich bin, glaube ich, runtergekommen. So, dass es dann unten so schnell geht. Und dann müsst ihr die beiden gedrückt halten. Und dann meldet sich der Switch an. Der Stromkabel geht hier rein. Ich finde das ein bisschen tief. Das habe ich auch im Hardware-Video gesagt. Ich finde das ein bisschen tief. Also wenn man jetzt nicht den passenden hat, ich weiß nicht, ob sich das manchmal vielleicht für etwas schwierig gestaltet. Da hätte ich mir ein USB-C-Kabel gewünscht und nicht ganz so tief rein. Aber das ist mir gar noch auf hohem Niveau. So. Das soll's soweit zum Unboxing gewesen sein. Also wie gesagt, nur das Unboxing hatte ich ja nicht aufgenommen. Das Hardware-Video hatte ich ja aufgenommen. Das werde ich aber auch noch ein bisschen schnippeln. Das ist zu lang. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns. Ja, ist der ISO-Wert wieder kacke. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.